So, hallo liebe YouTube-Freunde, ich heiße euch wieder recht herzlich willkommen auf meinem Kanal von der Schönbuchgams. Hier ist der Michael und ja, heute gibt es jetzt eine etwas kleinere Tour und zwar bin ich jetzt hier wieder an meinem Stausee in Schöneich im Kreis Böblingen und da will ich jetzt mal ein bisschen so außen rumlaufen, gucken, ob es was Neues gibt und vielleicht sehe ich ein paar Tiere oder so. Und ja, ich würde mich freuen, wenn ihr dabei bleibt, kommt einfach mit und ich würde sagen, wir schauen uns mal den See an und ja, vielleicht erlebe ich das ein oder andere. Ich würde sagen, auf geht's, wir gehen los. Also, gehen wir. So, jetzt Zettle. Also, ja, wie gesagt, ich mache jetzt hier eine kleine Runde und will hier einmal ein bisschen so um den See rumlaufen. Und ja, das ist jetzt mein letztes Wochenende vom Urlaub. Dann ist mein Urlaub leider auch wieder vorbei. Wie ihr mitbekommen habt, war ich ja eine Woche in Kroatien. Ich verlinke euch oben die Videos, könnt ihr da gerne mal anschauen. Und ja, ich dachte mir, ich mache jetzt noch ein kleines Video hier, laufe da ein bisschen um den See rum und ja, mal schauen, ob ich irgendwas sehe oder ja, was ich hier so erlebe. Gell? Also, dann zeige ich euch. Also, von da unten bin ich jetzt hochgekommen. Da war ich am Wasser. Und leider kann man jetzt auf dieser Seite, wo ich jetzt bin, nicht ganz unten am See entlang laufen, sondern man muss hier ein bisschen höher laufen, auf diesem Weg hier. Und nachher aber auf der gegenüberliegenden Seite komme ich nachher runter, ein Stückchen am See entlang. Ja. Okay. Ja, also, wie gesagt, ich war ja jetzt eine Woche im Urlaub in Kroatien. Da habe ich ja die Videos gemacht. Könnt ihr da gern anschauen. Ich verlinke sie ab und nochmal oben. Und ja, das ist jetzt mein letztes Wochenende. Dann ist mein Urlaub auch vorbei. Und ich dachte, ich gehe jetzt nochmal raus und laufe hier so ein bisschen um den See rum. Das Wetter macht jetzt gerade so gut mit. Und
ja, bin einfach gespannt, was ich hier sehe, ob ich was sehe. Und wenn nicht, dann laufen wir einfach ganz gemütlich um den See. Das ist keine große Strecke, es sind glaube ich 3 Kilometer. Ne? Und ja, schauen wir einfach, was ich euch zeigen kann. Ne? Also, dann gehen wir diese Richtung. So, wir gehen jetzt hier runter. Ich hatte hier ja schon mal eine Tour gemacht, da bin ich dann hier runtergekommen. Das war auch durch so ein wunderschönes Tal durch. Werde ich auch noch mal laufen, aber eine längere Strecke. Und jetzt will ich aber erstmal hier unter am See entlang. Und ja, eine kleine gemütliche Stauseerunde auf Deutsch. Also Mücke hat es hier jetzt genug. Nach dem Regen gestern, ja, ist klar. Und hier haben sie wohl die Straße oder den Weg auch neu gemacht. Oder ja, irgendwie ein bisschen Schotter. Wahrscheinlich haben sie genug Bäume rausgeholt. Und ja, da sind sie natürlich ziemlich wild gefahren hier. Man sieht es auch hier auf der Seite. Na gut, gehen wir weiter. So, an der Brücke, wo wir jetzt gerade drüber gelaufen sind, das ist quasi der Schluss von dem See. Und ich bin jetzt schon wieder auf der anderen Seite von dem See. Und da laufen wir jetzt wieder zurück. Und ja, bin mal gespannt, was da kommt. So, man kann jetzt entweder hier hochlaufen, dann kommt man wieder oben auf den normalen Weg raus. Da ich ja unten am See entlang laufen will, werde ich jetzt hier direkt diesen Weg nehmen, unten am See entlang. Und bin mal gespannt, ob mir vielleicht irgendwas vor die Linse kommt. Aber ich lasse die Kamera nachher mitlaufen, wenn ich am See bin. Und dann gucken wir mal, ob wir hier irgendwas sehen. Ja, aber das ist jetzt dieser Weg hier, wo nachher direkt am Wasser wieder ein Stückchen zurückführt. Ja, aber jetzt sind wir mal gespannt, ob wir was sehen.
Also wie man jetzt hier erkennen kann, ist das hier zum Teil so ein richtiger Abenteuerpfad, weil genau hier, ich gehe mal rüber, genau hier vor mir sieht man jetzt das Wasser. Ja. Ich probiere mal, ob man was sieht. Ne, da ist jetzt nichts da. Und jetzt geht es quasi hier weiter auf diesem Pfad. Genau hier am Wasser entlang. Und ja, bis jetzt habe ich noch nichts gesehen, aber ich schaue mal weiter. So, ich hoffe, man kann es ein bisschen erkennen. Ich glaube, das ist ein Graureiher, wo dahinter steht. Ich hoffe, man kann es erkennen. Ich habe so ein bisschen hergezoomt. Da, wo jetzt die zwei Enten kommen, dahinter steht er. So, also wie gesagt, man kann hier direkt am Wasser entlang laufen und hat immer so eine schöne Sicht raus aufs Wasser. Ja, aber hier auf dieser Seite ist nichts, ist mehr drüber. Ja, schade, hier sieht man auch nichts. Ja. Der Hannes sitzt normalerweise auch immer Vögel. Aber wahrscheinlich haben die jetzt alle schon gegessen. Ja. So, dann gehen wir hier ein bisschen wieder höher. Da geht es jetzt wieder weg. Aber nachher geht es wieder runter ans Wasser. Ja. So, jetzt gehen wir hier nochmal ans Wasser. Ich glaube, das ist jetzt die letzte Stelle, wo man runterkommt. Schauen wir mal. Ah, ist natürlich auch herrlich hier. So schön am Wasser jetzt. Ja. Vorher war ich da drüben, wo die zwei Bänke sind. Ja. Mm-hmm.
Ja, da ist jetzt natürlich nicht viel los hier. Da müssten wir vielleicht morgens oder abends her. Ne? Da ist jetzt natürlich wahrscheinlich Schlafenszeit. So, von da unten bin ich gerade gekommen. Hier kann man jetzt geradeaus weiterlaufen. Der Weg führt dann oben am See entlang. Ist sogar Rollstuhl- und Kinderwagen tauglich. Aber man kommt hier auf dieser Seite nicht an der See, nur auf der anderen Seite. Ja. Und jetzt bin ich wieder vom See weg, bin jetzt hier auf diesem normalen Weg und komme jetzt nachher wieder an meinen Ausgangspunkt, wo ich losgelaufen bin, komme ich jetzt dann wieder raus. Und ja, da erzähle ich euch aber dann nachher noch etwas. Gucken wir mal da hin. Da sieht es aus, wie wenn wir runterkommen. Da gehen wir doch jetzt klettern mal runter, ob man da ans Wasser kommt. Ah, okay. Habe ich jetzt auch noch nicht gesehen. Da kommt man hier auch ans Wasser. Okay. Ah ja. Okay, da vorne sieht man jetzt diesen Damm. Da oben in der Mitte ist die Bank, wo ich losgelaufen bin. Und dann bin ich auf der anderen Seite hier schön am Wasser entlang gelaufen. Da hinten rüber. Und da hinten drüber, da hat es auch zwei so Hütten direkt am Wasser. Da kann man rein sitzen und dann kann man die Vögel beobachten. Das habe ich ja mal ganz am Anfang von meinem Kanal habe ich das mal gemacht. Das verlinke ich euch aber auch oben. Könnt ihr da mal reingucken. Leider habe ich keine Vögel gesehen. Ja, bloß ein paar Enten. Aber es war trotzdem schön. Aber ich werde das nochmal machen und gegen Abend oder bald morgens hierher gehen. So, jetzt gehen wir hier nochmal runter, direkt an der See. Und da sind wir dann schon wieder am Ende oder am Anfang von dem See. Kommt drauf an, von wo man losläuft. Aber ich bin ja von da oben losgelaufen, von hier oben. Und jetzt will ich aber nochmal hier runter. Dann sind wir nämlich einmal komplett um den See rumgelaufen. So, also, wie gesagt, vorher bin ich hier runter, dann hier hinten am See entlang. Da hinten sind die zwei Bänke und ganz da hinten bin ich dann ein Stückle am See entlang gelaufen. Ne? Leider konnten wir jetzt nicht zu viel sehen. Das werde ich ja mal morgens oder abends machen. Ich habe es ja probiert. Bin mal gespannt, ob ich das Bild, ob man das sehen kann mit dem Herzoomen. Das war jetzt dahinter. Ja, mal schauen. So. Ja, was soll ich viel sagen? Die kleine Tour ist hiermit beendet. Der Stausee ist ja nicht allzu groß, aber ich wollte eine kleine Runde machen. Wie gesagt, mein Urlaub ist ja vorbei. Nächste Woche darf ich wieder arbeiten. Wegen dem dachte ich, ja, ich mache jetzt hier eine kleine Tour um diesen See. Das Wetter war ja schön. Habe euch ein bisschen noch den See gezeigt. Ich hoffe, euch hat die kleine Runde gefallen. Ich würde mich freuen über einen Daumen hoch. Natürlich dürft ihr da auch einen Kommentar schreiben. Oder der, wo es noch nicht hat, darf gerne diesen Kanal abonnieren. Würde ich mich auch sehr freuen. Und ich würde einfach sagen, danke
fürs Mitlaufen, danke fürs Dabeisein. Ich wünsche euch alles Gute, bleibt gesund, eure Schönbuchgams. Hier war der Michael und einfach bis zur nächsten Tour. Denke, nächste Woche wird wahrscheinlich wieder eine Tour kommen, was Längeres. Und ja, lasst euch überraschen, wo und was. In diesem Sinne wünsche ich euch alles Gute, macht's gut. Eure Schönbuchgams. Ciao, macht's gut. Ciao, tschüss.